Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge meiner neuen Reihe Sex Talk. Ich möchte euch heute so ein bisschen auf diese neue Reihe einstimmen, möchte euch so ein bisschen zeigen, um welche Themen es gehen könnte. Und zwar habe ich letztens dieses Buch hier gelesen. Es ist aus dem Heine Verlag von Theresa Bäuerlein und Tom Eckert. Besser als Sex ist besserer Sex. Ein Paar, ein Jahr, ein Experiment. Und es geht in diesem Buch darum, dass die sind, glaube ich, seit 4 Jahren zusammen. Und im Bett läuft es halt nicht mehr so. Und sie wollen halt jetzt ein Jahr lang ausprobieren, was man tun könnte, um das wieder voranzutreiben. Und das ist ganz interessant und deswegen habe ich mich auch für diesen Sex-Talk entschieden. Denn das gängige Problem in unserer Gesellschaft ist ja, dass wir darüber gar nicht reden. So als 16-Jährige, da protzen die Jungs vielleicht noch, mit wem sie im Bett waren. Vielleicht auch die Mädels. Aber irgendwann, wenn man dann feste Beziehungen führt, spricht man einfach über das Thema Sex nicht mehr mit Freunden. Vor allen Dingen nicht darum, wenn es Probleme im Bett gibt. Und in diesem Jahr finden sie halt heraus, dass es fast jedem Paar, das eine längere Beziehung geht, irgendwann so geht, dass es halt am Anfang, dass halt dann irgendwann nicht mehr so ist wie am Anfang, dass man da halt täglich mehrmals übereinander herfällt. Und ich kann ganz offen sagen, dass es auch in unserer Beziehung natürlich so ist. Und deswegen hatte mich das Buch so gereizt. Am Ende des Buches kommen sie nicht auf die Lösung, aber es gibt sehr viele Ansätze, was mir richtig gut gefallen hat. Ich habe aus dem Buch noch ein paar Themen auch, wo es dann extra Sex-Talk-Videos geben wird, weil es sonst den Rahmen sprengen würde. Aber ich wollte über ein paar Aspekte in diesem Buch sehr, sehr gerne mit euch sprechen, weil die wirklich sehr, sehr interessant waren. Auch darüber hinausgehend über dieses Problem, dass halt Sex irgendwann nicht mehr so ist wie am Anfang. Hier wird sehr klar herausgestellt, dass das Problem eigentlich ist, dass Beziehung Stabilität bedeutet. Vor allen Dingen, wenn man halt eine langjährige Beziehung hat. Ne? Sex ist aber Abenteuer, das ist was Ungewisses, das ist was Neues, was Unbekanntes. Und das widerspricht sich ja irgendwo so ein bisschen. Und deswegen kann es an sich eigentlich gar nicht funktionieren oder nicht auf diese Art und Weise, wie das vielleicht in der Gesellschaft irgendwie suggeriert wird. Und dann richtet man sich natürlich nach falschen Werten, nach falschen Vorstellungen und nach falschen Statistiken. Ganz ehrlich, wenn ihr in einer Umfrage gefragt werdet, wie oft ihr Sex habt, gerade Männer, denke ich mal, wer würde da eine ehrliche Antwort geben? Da geht man doch danach, was hat man denn mal so gehört, was ist denn der Durchschnitt? Und deswegen glaube ich, an diese ganzen Umfragen und Durchschnittswerte glaube ich einfach auch gar nicht. Und viel wird uns ja auch von der Gesellschaft vorgegeben, ne? Also, dass die Frau irgendwie diejenige ist, die das so mitmachen muss, die auch für den Mann zur Verfügung stehen muss und für den Mann aber auch, dass er halt zweimal die Woche seine Frau irgendwie befriedigen muss vielleicht auch. Und das sind einfach auch Klischees, die so im normalen Alltag dann auch einfach gar nicht praktikabel sind, finde ich. Und es gibt halt so viele Klischees, also es ist einfach so unglaublich, wenn man dann wirklich mal drüber nachdenkt, ist auch so dieser Klassiker, ne? Männer dürfen Affären haben, das ist okay, dann wurden sie halt zu Hause von ihrer Frau vernachlässigt, aber andersrum, wenn die Frau halt Affären hat, dann ist sie eine Schlampe und der arme Mann und tralala, ne? Da gibt es halt ganz, ganz viel und ich sag schon, sonst würde das hier den Rahmen sprengen. Ich habe mir manche Themen extra dann nochmal so rausgepickt, die ich dann nochmal extra in extra Videos einfach bearbeiten möchte. Dann ist ja auch noch ein Problem, dass man selten seinem Partner sehr offen gegenüber ist, was seine sexuellen Fantasien angeht, obwohl das wahrscheinlich sehr, sehr wichtig ist. Und das Paar kommt irgendwann auch an diesen Punkt und sie sind sich ja selbst gar nicht so sicher über ihre sexuellen Fantasien. Ich meine, wer setzt sich wirklich mal hin und denkt darüber nach, was er gerne möchte? Und dann kommt man an den Punkt, dass man ja dann überlegt, würde das mein Partner mitmachen oder fühlt er sich dadurch verletzt, was ich ihm erzähle, ja? Also für den einen oder anderen ist es sicherlich mal eine Fantasie, eine Orgie zu haben. Dann fühlt sich der Partner vielleicht verletzt, weil das für ihn überhaupt gar nichts ist. Oder sicherlich träumen auch viele davon, einfach mal mit einem wildfremden Sex zu haben, was natürlich auch nicht kompatibel zu dieser stabilen Beziehung ist. Man möchte ja auch treu sein. Ich glaube, das ist ein sehr kritischer Punkt, der halt hier auch angesprochen wird. Einfach dieses offen gegenüber dem Partner auch sein, was die eigene sexuellen Erwartungen ja auch betrifft. Ne? Ich glaube, viele nehmen den Sex, den sie in ihrer Beziehung haben, einfach so hin und sprechen gar nicht darüber. Sprechen gar nicht darüber, was ihnen vielleicht nicht gefällt, was sie sich wünschen würden. Vielleicht ist der Partner auch gar nicht offen, sich das anzuhören oder die Kritik anzunehmen. Ich glaube, da gibt es riesengroße Probleme in deutschen Schlafzimmern eigentlich und niemand redet so wirklich darüber, obwohl es überhaupt gar nichts Peinliches ist. Es ist so was Normales, dass irgendwann die Lust einfach
auch abflaut, dass irgendwann der Alltag auch einkehrt. Das heißt nicht, dass man das hinnehmen muss, überhaupt gar nicht. Das zeigt das Buch sehr, sehr gut. Aber es ist was, worüber wir sprechen müssen. Und warum tut das niemand mehr? Aber ich kann mich auch an kein Gespräch erinnern, dass ich mit irgendeiner Freundin hier gesessen hätte und erzählt hätte, was bei uns im Bett geht oder nicht geht oder was bei ihr halt im Bett so passiert. Und es ist eigentlich schade. Und warum tut man das nicht? Und ich glaube, ich sollte das mal tun. Denn was soll ich euch jetzt hier erzählen? Ach, das ist doch schade und es ist blöd, dass man das nicht macht. Ich müsste eigentlich mit gutem Beispiel vorangehen und das wirklich auch tun. Und wenn ich es schon nicht jetzt wirklich gleich mit einer Freundin umsetzen kann, dann setze ich es halt wirklich mit euch um. Und deswegen ist auch der Sextalk da. Also wenn ihr auch Themen habt, wo ihr sagt, da würde mich deine Meinung mal interessieren oder wie das bei dir läuft. Natürlich muss man immer auch die Komfortzone des Partners beachten. Ne? Wenn ich hier von mir erzähle, dann geht es, also Sex ist... Da geht es immer um zwei Personen. Das muss ich immer so ein bisschen beachten. Aber wenn ich kann, dann werde ich auch gerne von euch vorgeschlagene Themen hier im Sextalk besprechen. Ein wunderschöner Aspekt dieses Buches war auch, dass man seinen Partner niemals, niemals als sicher sehen sollte. Denn man weiß nie, was morgen ist. Das ist auch was, wir verabschieden uns nie im Streit. Selbst wenn wir uns gerade gestritten haben und einer muss jetzt das Haus verlassen, dann geben wir uns einen Kuss und sagen, dass wir uns lieben. Wir verlassen einander nie im Streit, weil wir wissen, wie schnell das gehen kann, wie schnell man einen Autounfall hat oder was auch immer passiert. Man darf sich seinem Partner nie sicher sein. Und wenn man das weiß, dann ist schon wieder so eine ganz, ganz andere Spannung auch zwischeneinander da, finde ich. Das war ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich auch aus dem Buch mitgenommen habe, als ich das gelesen habe. Und ich war froh, dass mich das Buch auch wieder so daran erinnert hat, dass ich meinen Partner nicht als sicher ansehen darf, dass ich nie weiß, was morgen ist. Und so muss ich halt jeden Tag auch mit ihm leben. Ein interessanter Aspekt des Buches war auch Tantra. Tantra, da denkt man ja irgendwie gleich an was Esoterisches, Mystisches, aber die Theresa hat einen Tantra-Kurs belegt und war richtig, richtig begeistert. Nicht, wie Tantra an sich vielleicht funktioniert, sondern was eigentlich dahinter steckt. Nämlich, Tantra bedeutet auch Ruhe und Entschleunigung und diesen Stress und diesen Druck beim Sex einfach rausnehmen, dass man da was erwarten muss, dass man die an sich gestellten Forderungen erfüllen muss, dass man die Forderungen, scheinbaren Forderungen, die man sich so ausdenkt, des Partners erfüllen muss, die Forderungen der Gesellschaft, dass man jetzt zweimal in der Woche Sex haben muss. Also das Tantra ist halt dafür, dass man da die Entschleunigung rausnimmt und Ruhe reinbringt. Und da kommt dann wieder ein ganz, ganz anderer, neuer, intensiver Aspekt auch in das Sexleben. Und das ist natürlich auch was man super gut auf das Leben an sich einfach übertragen kann. Und deswegen fand ich Tantra wirklich einen sehr interessanten Aspekt, so wie es hier in einem Buch erzählt wurde. Und ist auch was, mit dem ich mich jetzt in nächster Zeit mal beschäftigen möchte. Es gibt verschiedene Kurse auch, die man dazu besuchen kann. Das habe ich so ein bisschen recherchiert. Die sind allerdings auch sehr, sehr teuer. Das kann man alleine machen, aber auch zu zweit machen. Ich bin ja so ein Typ, ich lese mir gerne Dinge an. Deswegen will ich mal im Internet schauen, ob es nicht auch Bücher gibt. Es mit Sicherheit über Tantra, die halt auch fundiertes Wissen, die halt nicht so esoterisch und mystisch sind, so wie das auch mein Eindruck als erstes war. Und ich bin gespannt, ob ich was finden kann. Und wenn sich da was ergibt, würde ich da sehr, sehr gerne nochmal ein extra Sex-Talk-Video zu machen, weil was sie hier erlebt hat und wie sich das für sie positiv entwickelt hat, das hatte mir halt wirklich sehr, sehr gut gefallen. Hätte ich nie erwartet. Und abschließend war nochmal ein sehr schöner Gedanke an dem Buch, nämlich, dass es kein Nachteil ist, eine Langzeitbeziehung zu haben, weil man zum Stillstand kommt im Sexleben, sondern dass es ein Vorteil ist, weil man sich weiterentwickeln kann als Paar. Sowohl sexuell natürlich, als auch als Paar, als Gemeinschaft, als Einheit. Und das fand ich super schön. Sie sagt halt, oder beide schreiben halt, dass man irgendwie diesen Punkt dann einmal überwinden muss. Man ist jetzt an diesem Punkt, wo man entweder rückschrittlich werden kann, im Sex, aber auch in der Beziehung, oder wo man sich gemeinsam sexuell weiterentwickelt und sich damit als Paar weiterentwickelt und eine ganz neue Ebene erreicht. Und das fand ich einen super schönen Gedanken. Und dahin möchte ich auch gern kommen. Den Sex einfach weiterentwickeln, sich als Paar weiterentwickeln. Und ich denke, auch in dieses grobe Thema werde ich hier nochmal auffassen, weil, wie gesagt, jetzt möchte ich erstmal gucken, mich in Tantra einlesen, ob das was für uns eventuell wäre. Und ich glaube, wenn man einmal mit so einem Thema anfängt, dann kommt das Thema und dann geht man in die Richtung und da und da und irgendwann fängt man was für sich auf, was für einen passt. Ich glaube, das ist auch viel mit rumprobieren. Also das Paar im Buch war zum Beispiel überhaupt kein Typ für irgendwelche Sexspielzeug und irgendwelche Öle und Pillchen und die Kissen und das und tralala, sind wir zum Beispiel auch nicht. Das muss man auch für sich rausfinden. Für andere funktioniert das vielleicht richtig, richtig gut.
Und deswegen war das der Anstoß dafür, diese Sextalk-Reihe hier auf YouTube zu starten, weil ich glaube, es gibt viele Themen, die man da besprechen kann. Und ich finde da überhaupt nichts Schlimmes dran. Ich finde wichtig, dass man wirklich mal offen darüber redet. Ihr seid völlig frei darin, euch in den Kommentaren dazu zu äußern oder auch nicht. Das ist absolute Privatsache. Ich kann es absolut verstehen. Ich bin aber super dankbar, wenn ihr mir Feedback geben würdet, wie ihr das findet und natürlich auch gerne Themenvorschläge. Und wir sehen uns dann ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.